Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute mal aus meiner Küche. Es ist inzwischen schon der 4. Juli und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich was für den Vlog mitfilme. Wir haben jetzt 4:15 Uhr. Wie gesagt, heute ist der 4. Juli, das heißt Happy 4th of July an alle Amerikaner und an alle USA-Fans, so wie ich es einer bin. Ja, und zur Feier des Tages backe ich heute, und zwar kanadische Ahornsirup-Muffins. Ja, heute Abend gibt es aber dann Coleslaw, den haben wir gestern schon gemacht, und dazu Hamburger selbstgemachte. Also heute Abend wird es amerikanisch, wenn mein Mann von der Arbeit kommt, machen wir Hamburger und Coleslaw. Und jetzt lasst uns mal gucken, wie sich meine Ahornmuffins so machen im Ofen. So, ja. Also ihr seht mich hier gespiegelt. Ich habe übrigens auch so blau-weiß gestreift, sozusagen pseudo-amerikanisch an. Und das sind meine kanadischen Ahornsirup-Muffins. Die brauchen jetzt noch ungefähr 10 bis 15 Minuten, bis sie fertig sind. Das heißt, ich habe sie gerade vor ein paar Minuten erst in den Ofen reingemacht und die sehen jetzt schon echt riesig aus, würde ich mal sagen. Ja, solange die Muffins jetzt noch im Ofen sind, werde ich mir mal einen Cappuccino machen, weil die letzte Nacht war wirklich sehr kurz. Ich glaube, ich war um 1 im Bett und um 6:30 ging der Wecker wieder und ich bin müde und ich habe schon den ganzen Tag tierisch Kopfschmerzen, habe aber nichtsdestotrotz trotzdem schon. Also ich habe auf jeden Fall schon in unserem Garten Rasen gemäht und dann haben wir hinterm Haus so eine Freifläche, wo zwei andere Nachbarn noch mit angrenzen. Auch die habe ich gemäht und war dann noch so im Garten unterwegs. Das heißt, ich habe auch schon ein paar Stunden Gartenarbeit hinter mir, aber ich habe echt so eine Birne von diesem Hin und Her beim Wetter, aber mir geht das im Moment nicht so, das ist ja bei allen so, habe ich zumindest mal gehört, dass es vielen so geht. Ja, ich mache mir jetzt ein Cappuccino und wenn es dann nicht besser wird, muss ich vielleicht doch noch eine Tablette nehmen, wobei ich das nicht so gerne mache. Und ja, ich zeige euch dann die Muffins, wenn sie fertig sind und aus dem Ofen raus, und vielleicht denke ich auch heute Abend dann dran, euch kurz zu zeigen, wie unsere selbstgemachten Hamburger und der Coleslaw aussieht. Bis dann! Guten Morgen! Ja, ich bin schon wieder auf Tour. Auf, ja, großer Einkaufstour. Nein, groß ist die nicht. Ja, es ist Dienstag. Und heute hat es mal ein bisschen abgekühlt, weil es gestern zum ersten Mal seit einer Weile wieder geregnet hat. Also das war ja jetzt echt eine richtig schöne Sommerwoche, die wir hatten, mit einem richtig schönen heißen Wochenende. Und gestern am Montag war es ja auch noch ziemlich warm. Und dann hat es gestern Abend bzw. heute Nacht geregnet und jetzt ist es merklich kühler, also bestimmt 10 Grad. Aber ich finde es sehr angenehm und es hat jetzt auch mal wieder die ganzen Pollen aus der Luft gewaschen. Das merke ich als Heuschnupfengeplagter ja sofort. Wobei ich trotzdem noch Probleme mit dem Hals habe. Ja, jedenfalls bin ich jetzt einkaufen. Und zwar musste ich jetzt mal in die Stadt, weil ich verschiedene Besorgungen machen muss und es lässt sich in der Stadt einfach besser erledigen als bei uns auf dem Dorf, weil es bei uns auf dem Dorf halt nicht alles gibt. Naja, ich würde es mal so sagen, bei uns auf dem Dorf gibt es eigentlich sowieso nichts, sondern im Nachbarort, der ein bisschen größer ist. Aber wie dem auch sei, ich fahre jetzt erstmal zum Baumarkt. Ich brauche noch ein paar Sachen für den Garten. Dann muss ich noch Lebensmittel kaufen und dann mal gucken, wozu ich noch Lust habe. Wenn ich schon mal hier bin, ob ich dann vielleicht noch zum Müller gehe, da war ich schon ewig nicht mehr. Ich glaube, dieses Jahr war ich noch gar nicht beim Müller.
ich, glaube ich, noch nicht bei Müller. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und ja, mal gucken. Eigentlich brauche ich da nichts. Die Sachen, die ich bräuchte, könnte ich beim DM kaufen. Da gibt es dann wenigstens Payback-Punkte. Aber naja, mal sehen. Je nachdem, wie ich Lust habe. Lebe deine Kreativität. Oh, da muss ich nachher mal im Internet gucken, was das ist. Das sieht interessant aus. Auto mit Werbung hinten drauf. Ja, ich stehe vor der roten Ampel. Ich habe übrigens auch meinen Coffee to go dabei. Hier. Wenn ich so länger unterwegs bin, das ist natürlich noch vorm Frühstück. Wie immer, wenn ich morgens einkaufen gehe, dann mache ich mir meinen Coffee to go und nehme den mit. Aber das dauert jetzt eine Weile, bis ich wieder zu Hause bin. Und bis dahin brauche ich mir keinen Cappuccino mehr machen. Da gibt es ja schon... Naja, eigentlich nicht, weil ich habe ja noch nicht gefrühstückt. Komm, heb dein Kadaver. Eieiei. Ich und meine anderen Autofahrer, ne? Ich kann mich ja immer über andere Autofahrer so aufregen, aber ich möchte nicht wissen, wer hinter mir manchmal herfährt und sich aufregt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen BMW hinter mir, der mir schier hinten reinkrabbelt. Und er müsste eigentlich wissen, dass da vorne eine fest installierte Radarfalle steht und ich einen Teufel tun werde, auch nur 1 km/h schneller zu fahren als 50. Naja, die guckt zwar in die andere Richtung, also die werde ich nachher nochmal sehen. Nee, werde ich nicht, ich fahre andersrum. Haha. Ja, aber ich hasse das wie die Pest, in einem innerorts Leute so aufdrücken. Ich bin ja manchmal echt versucht, dann auf die Bremse zu latschen, aber ich habe keine Lust, mir ein neues Auto zu kaufen. Ja, ich bin jetzt gleich am Baumarkt, das heißt, ich werde mich erstmal verabschieden und eventuell dann nochmal später melden. Das war sogar ein Weibsstück. Unseresgleichen. Wir müssen noch zusammenhalten. Mensch. Also gut, dann bis später. Ciao. Schon wieder Wochenende und ich habe seit letztem Wochenende, wo wir bei meinem Schwager und Schwägerin waren, nicht mehr gefilmt. Ich gerade mal nach draußen. Und ja, wir haben, ich muss mal ein bisschen Schatten, Moment, ich habe keinen Schatten. Wir haben, sorry, wenn ich jetzt die Brille aufsetze, aber sonst, sehe ich nichts. Ja, wir haben jetzt das letzte Juli-Wochenende und ihr hört im Hintergrund meinen Mann die Freifläche hinter unserem Haus mähen. Nachdem ich gestern unseren Rasen gemäht habe, macht er heute am Samstag die Freifläche. Da hatte ich gestern kein Haus mehr drauf. Und wir haben auch dieses Wochenende wieder wie letztes Jahr und die Jahre davor im Nachbarort
ein Rockfestival. Das hat gestern angefangen, geht noch heute und morgen. Und wenn man nicht den Rasenmäher hören würde, würde man vermutlich die Schlagzeuge hören, weil das jetzt vorhin wieder losgegangen ist. Ja, ich wollte eigentlich anders als sonst mal den Vlog mal wieder richtig beenden für den Monat. Und sonst ist das ja immer etwas abrupt. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch irgendwas zu filmen habe. Morgen ist ja Sonntag. Und ich habe eigentlich nichts vor. Deshalb dachte ich, ich stelle mich mal hier nach draußen und sage offiziell Tschüss für den Monat. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Juli. Einen schönen Juli. Für die, die vielleicht schon im Urlaub waren, freut es mich natürlich. Und für die, die vielleicht jetzt noch in Urlaub gehen, freut es mich auch. Bei uns ist leider noch kein Urlaub in Sicht, also wenn, dann vielleicht im Herbst. Insofern werden wir uns das hier auf der Terrasse gemütlich machen. Gleich noch das Sonnensegel wieder aufhängen. Oh, ihr seht im Hintergrund die Löcher in der Wand. Das gehört zu unserem Gartenprojekt, das ich euch hoffentlich dieses Jahr noch zeigen kann. Im Moment ist da leider Verzögerung von mehreren Wochen drin. Aber ihr dürft gespannt sein. Ich freue mich jedenfalls. Und jetzt seht ihr auch mal meine Haarfarbe hier im Tageslicht. Also es ist keine neue Farbe, sondern die L'Oreal Excellence Creme 7.3 Haselnussblond. Es sieht blonder aus als sonst. Ich kann es jetzt in der Kamera auch nicht sehen, aber wahrscheinlich dadurch, dass ich meinen Ansatz eine Weile habe auswachsen lassen, ist das hier jetzt ein bisschen heller und sieht auch ziemlich blond gestrehend aus. Aber es ist nach wie vor die gleiche Farbe, ja. Und ich bin wieder total zottelig, weil ich mal wieder keinen Druck hatte, irgendwas zu machen. Aber auch die Phase kommt wieder, wo ich mich mehr um meine Haare kümmern möchte. Also, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in den August. Wenn ihr das seht, ist ja schon August. Und ich hoffe, dass ihr noch weiter meine Videos gerne schaut. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Daumen hoch gebt. Ist zwar nicht so wichtig, aber das Wichtigste ist, ich höre und lese von euch. Fast der Gas mir verreckt. Ja, eure Kommentare machen mich immer sehr fröhlich und freuen mich und Schwester. Und wenn ich eure Kommentare lesen kann, dann weiß ich, für wen ich das mache, weil ich weiß ja nicht, wer auf der anderen Seite sitzt. Da habe ich mich neulich mit jemandem drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wer auf der anderen Seite sitzt und guckt, wenn ihr euch nicht zu Wort meldet. Und deshalb freut es mich immer sehr, wenn ich von euch höre. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen August. Bis dann! So, da bin ich nochmal. Könnt ihr das hören? Schlagzeug? Gerade stand der Wind optimal, da wurde es richtig laut. Ich weiß zwar nicht, wer gerade spielt, aber hört sich gut an.